Hey, Mi, brate mal. Ellie kommt uns besuchen. Sie hat eine Überraschung für dich, Mi. Sie erwartet uns irgendwo am Ostausgang. Wir sollten gehen, Mieb, wenn du fertig bist. Vergiss nicht, deine Nexomon zu heilen und Vorräte zu kaufen, Mieb. Dann gehen wir wirklich nochmal sicherheitshalber heilen. Weil Safety first und so. Dann heilen wir doch nochmal. So, tschüss. Und ja, ich denke mal, wir müssen hier lang. Gehe ich stark von aus. Alles andere wäre komisch. Wurde eigentlich gesagt, wie viele Aufseher es gibt? Gibt es 8? Also ist das so wie bei den Arena-Leitern quasi? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Okay, let's go, mein Freund. Abenteuer, Nexomon. Weg mit dir, Flexel. Der Soundtrack gefällt mir echt gut bis dato. Oh, der Dieb schon wieder. Gib es zurück! Diese Nexo-Trap gehört dir nicht. Du verstehst das Konzept eines Raubüberfalls wirklich nicht. Check mein Hollywood-Smile. Hey, verschwinde! Oh, egal, die haben es einfach alle drei gesagt. Ihr beide schon wieder? Puh. Nun, ich denke, es ist Zeit zu fliehen. Bleib stehen, du krimineller Schuft! Wer hat das gesagt? Oh. Oh, das ist der rote Ranger. Seid gegrüßt. Und die Mucke ist geil. Seid gegrüßt. Wer zum Geier bist du? Und was hat es mit diesem Outfit auf sich? Schaut her. Ich bin die Stimme der Gerechtigkeit. Wir reisen durch das Universum und jagen Übeltäter wie dich. Wer ist noch Teil dieser Freakshow? Oh, da sind sie alle, die Rangers. Okay. Krieger des Schicksals! Wir erhellen den Weg in die Welt der Finsternis! Wir sind das Schild der Schwachen und Gerechten! Verteidiger des Friedens und der Freundschaft! Wir sind das Schild der Schwachen und Gerechten. Spruch geklaut, ja. Kumpel, das hab ich schon gesagt. Entschuldige. Du kennst nicht einmal deinen eigenen Text. Komm schon, wir haben das doch geübt. Es tut mir leid. Versucht es beim nächsten Mal erneut, ihr Verlierer! Gib einfach die Nexo-Trap, die du von dieser Frau gestohlen hast, zurück! Was will so ein Haufen Verrückter wie ihr tun? Wir werden zu extremer Gewalt zurückgreifen und wir werden dein Hollywood-Smile ein wenig aufpolieren! Entschuldige, was war das? Boah, Alter. Angriff! Die meint's richtig ernst, ey. Mieb, oh mein Gott. Bruder. Dragon Ball Z.
Wenigstens habe ich immer noch mein Hollywood-Smile. Boah, wie die alle auf den drauf stompen. Die Gerechtigkeit siegt immer! Jetzt gib die Nexo-Trap zurück! Das Spiel ist schon sehr abgedreht, muss ich sagen. Aber es gefällt mir. Wir haben ihre Nexo-Trap wieder beschafft, gnädige Frau. Danke. Wir sind so aufgeregt. Das ist die allererste gute Tat des Gerechtigkeitsteams. Die erste? Yep. Wir haben heute erst angefangen und wir retten bereits die Welt. Miep, du brauchst Hilfe. Wie auch immer, wenn du von irgendeinem Übeltäter etwas weißt, lass es uns einfach wissen, wir werden uns um alles kümmern. Irgendein Übeltäter, Miep? Wir kennen da einen sehr üblen Typen. Fantastisch! Sag uns den Namen und wir befreien das Universum von ihm! Der Nexo Lord. Verzeihung? Der Nexo Lord Miep. Weißes, stacheliges Haar, ganz offensichtlich böse Miep. Muss los, Bruder. Miep, ich schätze, es wäre ein sehr kurzes Spiel gewesen. In der Tat. Jedenfalls. Das habe ich für dich mitgebracht. Eine goldene Nexo-Trap erhalten. Das ist ja eine goldene Nexo-Trap. Es gibt nicht viele davon. Du solltest damit ein seltenes Nexomon fangen, Miep. Ich habe gehört, Miep, dass die Vulkanstadt ziemlich gefährlich sein soll. Oh, ich muss jetzt zurück. Ich glaube, ich bin kurz davor, die Übertragung zu entschlüsseln. Es ist also ein Rennen, Miep. Wer zuerst die Übertragung entziffert, gewinnt, Miep. Viel Glück euch beide. Die Vulkanstadt liegt im Süden. Verlauft euch nicht. Also, bisher gefällt mir die Story sehr. Ich liebe dieses komplett bescheuerte, dieses komplett abgedrehte. Dieses komplett bescheuert abgedrehte gefällt mir bisher sehr gut. Das ist ja nicht wie bei Pokémon, dass du quasi Menschen hast, die Monster fangen. Du hast ja hier irgendwie, ja, auch übermenschliche Kräfte, dämonische Kräfte, Götterkräfte. Nennt es wie ihr wollt, Superheldenkräfte, whatever. Und weiß ich nicht, bis dato echt super cool, gefällt mir sehr gut. Lass mich allein, ihr seid alle verrückt. Okay. Dann lassen wir dich allein. Genau, hier waren wir ja schon. Wer bist du? Ey, Kollege. Komm mal wieder her hier. Komm mal wieder her hier. So. Hey, würdest du wohl zur Seite gehen? Siehst du nicht, dass ich gerade mitten in meinen Ablauf bin? Beweg dich! So werde ich niemals so stark sein wie der Aufseher Remus. Okay. Mach dein Ding, doch übertreib nicht. Okay, das ist wieder dasselbe Vieh. Ich überlege gerade, ob wir eventuell jetzt kurz alle auf Level 20 holen, aber davor würde ich jetzt erstmal hier kämpfen. 1, 2, 3! Die Berge sind nur für die Starken. Beweise, dass du hier zu uns gehörst. Okay, Red Hat. Das mache ich. 4 Nexomons. Auch cool, das Vieh. Nutshock. Ich habe auch einen Nutshock, wenn ich zu lange nicht mir gegönnt habe. Das ist vermutlich die Entwicklung von dem Krokodil-Modell, was wir vorhin gesehen haben. Okay, Level 14er sind hier auf jeden Fall. Der Horn im Korb.
Weg mit dir, Hahn im Korb. Uga Uga. Pommel benutzt. Hier, weg mit dir. Level 31. Bang! Nicht so erbärmlich. Trainiere weiter. 1, 2, 3. Okay. Wo geht's hier hin? Mist, ey, wir haben jetzt zu viele Abzweigungen, glaube ich. Warte mal, ich gehe eben nochmal hoch. Da ist ein Kampf, den habe ich schon gesehen. Wir können ja auch, na, hier lang. Und da oben auch noch lang. Ich will alles erkunden. Okay, das ist Gopsy gesprungen. Also, weil da oben die Brücke. Aber ich weiß nicht, ob wir da gleich so noch hinkommen. Oh, scheiße, ich hätte das nächste Mal tauschen sollen. Naja, egal. Erstmal egal, jetzt mache ich sofort. So. Da ist ein Kampf, sehr schön. Aber erstmal holen wir uns das hier. Ein Supertrank. Warte kurz. Ne, von unten kann man nicht kommen. Das heißt, unten ist ein extra Weg. Los, kämpfen wir. Was sind das für Nexomon, die du da hast? Sie sehen für mich nach Müll aus. Ha! Ja, zeig mir doch mal deine. Du Spasti. Aber er ist wenigstens Corona-konform, der Bruder. So, weg mit deiner Ratatusk. Oh, das Vieh sieht cool aus. Ich lasse es mal drauf ankommen. Okay. Sind wir paralysiert? Nee, verwirrt. Verwirrt ist gar nicht gut. Wechseln wir einfach mal kurz durch. Ist ja kein Problem. Steinfaust! Bam! Sehr effektiv. Oh, das Vieh ist auch cool. Hat fehlgeschlagen zum Glück. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Oh fuck, wir sind fast down. Oh, und vorbei. Und wir sterben mit dem. Ungünstig. Dann schicken wir dich jetzt ins Rennen. So, weg mit dir. Okay. Was? Wie ist das möglich? Geh weg. Mach ich jetzt auch. Ich bin jetzt schon wieder am Überlegen, ob wir zurücklatschen und unser Vieh heilen. Was machst du so weit weg von der Stadt? Hast du es nicht gehört? Der Vulkan im Süden ist furchtbar instabil. Zurzeit renn... Was? Achso, zurzeit. Renn so weit du kannst. Ah, hier kommen wir ja oben wieder raus. Und unten rum. Ja, unten rum würde es weitergehen. Okay, aber ich würde sagen, ich mach mal kurz Folgendes. Nee, warte. Ich glaube, ich muss tatsächlich diesmal hier rauf. Wiederbeleber haben wir 3 Stück. Ich würde jetzt ausnahmsweise mal einen benutzen. So. Und ja, dann können wir nämlich mit Gnob schon mal leveln kurz. So. Okay. Wenigstens irgendwie schon mal alle auf 20 ziehen oder so. Boom. Levelaufstieg.
So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Eben kurz. Oh, da ist das Vieh. Irgendwie will ich das haben, ey. Müsste ja eigentlich laut der Beschreibung sofort klappen. Haben wir halt mal eins gefangen. Für später schon mal. So. Du hast Angalo gefangen. Ich mag das Vieh, aber in die Nexobox schicken. Haben wir halt mal eins gefangen, Mensch. Und wahrscheinlich sollten wir die Goldenen wirklich aufheben, aber ich, ja, habe da Angst, dass ich den halt wegkill. Boom, voll aufs Gesicht. Hier gibt's noch eins auf der Backe. Weg mit dir. Ich glaube, ich gehe zur anderen Seite trainieren. Da sind mehr Bushies. Mehr Twerk-Büsche. Bada bang. Boom. Wieder das Vieh. Oh, ausgewichen. Okay. Einfach ausgewichen. Na so nicht, Freundchen. Und da kriegen wir einen Käsefuß in so'n Platt. Fuck you. Mist, ey. Ich will nicht noch einen Wiederbeleber benutzen. Ach, falscher Dings wieder. Ich will keinen Wiederbeleber benutzen. Dann hat Knopp jetzt erstmal Pech gehabt. Oh, wer bist du denn? Alter Finne, ey. Ja, ja, ja. Ist, glaube ich, ganz gut, dass ich die wenigstens auf Level 20 haben will. Und ausgewichen, der ist echt gut, ey. Ah, so einen alten Käsefuß ins Gesicht. So, weg mit dir. So, warte, ich gehe jetzt in das andere Gebiet. So. Weg mit dir. Levelaufstieg. Ah, das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, ich bin schon auf dem letzten Icon. Habe ich zu hastig gedrückt. Weg mit dir. Na komm. Pflanze, den könnten wir eigentlich so wegslashen. Sag ich ja. Sorg ich ja. Einfach mal eine Runde wegslashen, den Bruder. Level 18. Sehr schön. Ah, warte mal, vielleicht gehen wir auch einfach mal hier runter, wo wir eh lang müssen. Und guck mal hier. Flexel. Stirb. Aber das tut er noch nicht. So, weg mit dir.